Mal zur Familie Lange marschiert. Warum weiß ich auch noch nicht so richtig, aber ich denke mal, es wird gleich einfallen. Ich denke mal, als erstes mal unsere Erntefest feiern wollen. Und da haben unsere Schützendamen auch unsere Erntekrone wieder schön gebunden. Die möchte ich mal nach vorne bitten, die Erntekrone. Geht, da fragst du mich jetzt, oder? Ja, wo ist dein Adjutant? Mein Adjutant, der klingt schon. Nein, nee, hier nicht. Ja, das ist das gute Stück. Ich denke, was haben die Schützendamen wieder wunderschön gemacht. Herzlichen Dank dafür. Wunderbar, das ist schön, dass die das immer machen, so in Eigenregie, da braucht sich auch keiner drum kümmern, finde ich wunderbar. Ja, aber wir sind nicht nur deswegen hier, wir haben auch letzte Woche Sonntag unseren Kinderkönig ausgeschossen. So, nach einem langen Stechen hin und her wurde ja nun Felix Lange ermittelt. Ich gehe gleich mal gucken, ob der überhaupt da ist, nicht, dass der heute abgehauen ist. Klingel doch. So, ich gehe da mal gucken. Ja, reit du dich mal ein, ich geh mal ein bisschen rumgucken. Stillgestanden, Fahne, auf!
die Augen links. Kleinigkeit, aber da kommen wir später zu. Als erstes hätte ich gerne mal die Kinderkönigin vom letzten Jahr mal nach vorne. Da kommt hier gleich aus diesem rein. Von hier rüber. Hier? Ja, ich will ja hierher kommen. So, hier darf ich die Kinder abnehmen. Du hast die ein Jahr gehabt. Das ist ja dieses Jahr. Oh. Schon lange gesessen. Ja, hast du so gut gemacht? Das ist ja leider nicht geklappt. Vielleicht kriegst du das mal. Ja, Felix. Guck dir das gute Stück an. Das hast du jetzt erworben für ein Jahr. Das, was dein Vater ja nicht geschafft hat, das hast du ihm jetzt ja mal vorgemacht. Ne? Also Stefan, ich habe ja heute Morgen schon gesagt, aber es ist ja noch alles offen. Ne? Aber erstmal kriegst du die Kette. So. Die kannst du ein Jahr jetzt für dich tragen und natürlich nächstes Jahr auch wieder verteidigen. Ne? Strengst du dich an, dann macht das beide. Der Papa den Herrn und du den Kinderkönig. Und die Mama die Königin. Jetzt wisst ihr ja einmal, wie es geht. Ja, Felix, damit deine Scheibe lange hält,
Ist auch wie Öl. Darf ich auch rein? Immer einen ordentlichen Zug. Mehrere Spielfilme. So, die ganze Sache hier noch mal ein bisschen zu veredeln, damit Tipp von dem Zeug keiner stirbt. Oh nee, Mann, oh, so lecker. War griechisches Glas ist härter. Oh, du hast einfach zu viel zu die Spendengelder drin. Papa. Leute, Kinder, die hergekommen sind. Das freut mich. Es ist mehr Beteiligung als letzte Woche beim Schießen. Das stimmt. Dann möchte ich mich bei dem Kindergarten bedanken für den schönen Erdogan, den die gebunden haben. Das ist natürlich auch ein Applaus. Bei den Landfrauen ebenfalls, die alles so schön geschmückt haben, auch den Handwagen so schön gemacht haben, der natürlich leider eine kleine Panne hatte, sonst hätten wir natürlich mitgenommen. Aber das soll ja nichts schmälern, die ganze Geschichte. Des Weiteren möchte ich begrüßen unseren Pastor, Herr Sihutz. Dann unser altbewährtes Thekenteam, Kai. Kai, bist du da? Ja. Gut. Ja, Musik wird heute machen oder uns schön belustigen, denke ich mal, dass wir Tim hinkriegen, in altbewährter Weise. Liebe Lichtenhorster, hier steht sie, die Erntekrone. Heute ist Erntefest. Morgen wird die Krone rübergebracht in die Kapelle, da freue ich mich drüber und bedanke mich. Morgen feiern wir dort um 14 Uhr Erntedankfest Gottesdienst.